Tachchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hey, Fräulein, wo bist du denn hin? So, als allererstes, mein Malen nach Zahlen ist fertig. Ah, oh, falsch rum. Tata, ich hab's geschafft. Und danke nochmal diesem Schenker, der mir das von der Amazon-Liste ermöglicht hat. Diamond Painting ist auch am Start. Es hat sehr viel Spaß gemacht und das habe ich jetzt schon mit Firn, also diesem Glossy, überstrichen und möchte jetzt noch, weil ich ja durch mein Nageldesign oder als Nageldesignerin sehr viele Steinchen habe, noch mit Glitzerstein hier ein bisschen rumhantieren, so mit Glitzerstein im Auge oder ein paar Akzente setzen und dann ist das Ding auch schon fertig. Ich habe mich mega gefreut. Dankeschön nochmal für die Wertschätzung an jeden einzelnen von euch. Ja, und natürlich, dass ihr auch die Videos guckt, gerne guckt. Ich muss sagen, jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Rahmen rotiert. Und ich denke, eine Tagesbotschaft lasse ich fürs Wochenende jetzt sein, weil ich muss wirklich noch die Sternzeichenlegung abdrehen. Und die Tagesbotschaften von Montag bis Freitag, denke ich, sind ja jetzt alle durch. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch eine große Legung für euch, je nachdem, was ich rauslesen kann. Und ja, dann geht es ab Montag, hoffe ich, wie gewohnt weiter. Ja, ihr seht ja immer diesen Datumstempel jetzt seit neuestem, finde ich ganz gut. Dann erspare ich mir da irgendwie auch Titel. Mir fallen immer keine Titel ein, ja, weil ich immer niemanden so in die Hoffnung hier holen möchte. Und ja, das Thema seht ihr ja dann. Ich gehe am Anfang immer rein, ob ihr resonieren könntet oder nicht. Und wenn das überhaupt nicht stimmig ist mit euch, dann einfach verschwinden, ja. Ihr sollt euch ja auch nicht das Motto oder die Karten zum Lebensinhalt machen, sondern werden, dann freut es mich, dass ich euch helfen kann, dass ihr vorwärts kommt. Und ja, wir haben die Herrscherin. Für mich gesprochen, ja, Herrscherin, so bäm. Da seid ihr in der Linie für mich drin. Ihr seid eine Person, die weiß, wo sie hin möchte, die sehr viel auch geben kann, ja, die weiß, ihr als Zuseher wisst, was ihr könnt, was ihr erschaffen könnt, beenden könnt. Ihr habt hier eine Energie zu liegen, die wirklich sehr bestimmend ist. Ihr könnt auch Ansprachen verteilen, so wie ich das gerade gemacht habe. Das ist der Schutz für euch. Man weiß sofort, wer bist du? Wie kann ich mit dir kommunizieren? Wie komme ich bei dir an? Ja? So, du nimmst sehr viel Verantwortung auf dich. Doch, für dich als Person auch, ja. Hier liegt jemand, der sehr stolz auf sich sein kann, der nach außen etwas gibt, eine super schöne Erscheinung hat, ja, wirklich von Stärke, auch weiß, wie der Stil ist. Ich finde das auch immer wichtig bei einer Herrscherin. Das ist eine, auch als Mann zu gucken, na, das ist eine Seele, eine Person, die verkörpert Vollendung, ja. Sie nimmt oder die Energie zeigt, man kann hier etwas vollenden mit dir. Dafür stehst du. Du stehst hier nicht, Sachen anzufangen und dann selbst wegzurennen, sondern du bist bis zum letzten Prozess dabei. Ja? Komme, was wolle. Bei dir fühlt man sich sicher. Das ist dein Geist, ja, auch das, was dich vorwärts treibt. Wir haben auch hier, du möchtest, und das ist wunderschön, als Herrscherin oder als Mann zu gucken, da mit einer weicheren, herrscheren Energie, dass man sich mit dir wohlfühlt, ja. Darauf kommt es an. Und du möchtest dich aber auch mit deinen Menschen wohlfühlen. Ja, ihr wisst, Liebe, Freundschaft, Familie, Kollegen. Das ist dieses Bild, was du von dir hast und auch stolz bist, drauf abzugeben. Du kannst dich mit Leuten wohlfühlen. Die Leute fühlen sich aber auch bei dir sicher aufgehoben und wohl. Fragen dich vielleicht auch oft nach Rat, ja. Wie würdest du was machen? Ich erzähl's nur dir, ich kann mich bei dir fallen lassen, ja? Und auch trotzdem hier wieder aufpassen in Sachen Liebe vor allen Dingen. Pass da auf, dass du nicht sehr herrisch, würde ich nicht sagen, weil du hast hier eine Ausstrahlung der Stärke, ja? Stärke wird oftmals verwechselt.
Das geht hier auch schon wieder manchmal so in die Heileroption über, weil du eben dein Werk kannst. Ja, du weißt, was du kannst. Du vermittelst auch sehr viel in positiven Sachen mit Beispielen. Du bist hier jemand, der anderen Menschen helfen kann. Und wenn hier so eine Problematik wieder war, dann haben wir oftmals das Problem, du hast jemanden hier, und nennt das meinetwegen Seelenpartner, jemandem aufgezeigt, du, ich sehe deine Schwächen und ich nenne sie dir auch, ja? Und das hat dein Gegenüber hier aber auch genossen. Man hat, und man kann ja nicht davon oder das abstreiten, man kann hier sagen, dein Gegenüber hat das genossen, bei dir zu sein. Und wusste auch, okay, ich komme immer wieder zu dir zurück. Du hast recht, du hast mir hier geholfen in einem Prozess, ja? Und das weißt du auch für dich, das ist das Schöne, wenn du hier resonieren kannst. Du weißt das für dich ganz fest, dass du jemanden hier vorwärts gebracht hast oder eine Erkenntnis durch dich gegeben hast. Es könnte unter Umständen wieder sein, dass du hier die Ersatzmama in Anführungsstrichen warst, einfach weil es deine Natur ist, dich um Leute zu kümmern, ja? Weil du möchtest, dass man sich bei dir wohlfühlt und eben auch andersrum auch. Du hast hier keine Lust, eine Person abzugeben, wo man Angst haben muss, dass du nicht da wärst für jemanden. Was haben wir hier noch? Wir haben 9 der Münzen. Auch hier perfekt zu deiner Stärke. Das ist das, du musst dich wohlfühlen, ja? Du hast hier sehr viel schon vollbracht, sehr viel Leistungen gehabt, ja? Also du hast das, was du gemacht hast in deinem Leben, können auch sehr viele wechselnde Sachen gewesen sein, darauf bist du stolz. Du hast nicht nur in einem Bereich irgendwo gelernt, sondern du hast verschiedene Bereiche hier schon ausgeübt. Du hast in verschiedenen Bereichen schon lernen können, ja? Und das weiß man. Deswegen fühlt man sich vielleicht auch wohl, weil du nicht auf eine Linie so versteift bist, sondern du kannst dich in mehrere Linien hineinfühlen und bist auch mit dem total in allem, ja, du bist zufrieden, du bist angekommen mit dem Ganzen. Wir haben hier, der Prozess verbindet dich und deinem Gegenüber oder das Gegenüber mit diesem Menschen, mit dem es zu tun hat, schon eine längere Zeit, wo du etwas versucht hast, mit deinem Gegenüber aufzubauen, ja, von Anfang bis, wo es dann vielleicht gestoppt hat oder zur Problematik kam. Das ist hier eine wachsende Verbindung zwischen euch gewesen, ja? Sehr, sehr, ja, wie sagt man, langsam aufgebaut, aber sehr intensiv, ja? Sehr mehr intensiv oder eine Intensität hat das Ganze zwischen euch hier gehabt. Aber auch, du hast dieses Tempo, glaube ich, mehr bestimmt, ja? Du hast dieses Tempo mehr bestimmt. So. Wir haben hier Blockaden. Irgendwann kam es dann zu diesem Bereich, wo sich Blockaden angesammelt haben, wo du vielleicht mehrere Sachen übersehen hast, mit Absicht oder geduldet hast, weil du eben eine sehr fürsorgliche Person bist. Es hat sich aber angesammelt, wo du selbst dann irgendwann nichts mehr machen konntest, du und dein Gegenüber in der Energie, ja? Wir haben hier die Mäßigkeit und das ist das Schöne. Die ist bewusst geworden. Herzlich willkommen an alle. Ich küsse die Mäßigkeit. Oh, mir ist eine Karte in den Schoß gefallen. Du hast für dich erkannt, hier muss was wieder gerade gebogen werden. Ja? Hier läuft irgendwas wieder aus dem Ruder. Hier stoppt der Fluss. Du hast jetzt hier erkannt bei 8 der Schwerter, oh, irgendwas läuft jetzt hier nicht mehr so gerade. Ja? Welche ist mir auf den Schoß gefallen? Der Herrscher persönlich. Ja? Jetzt seid ihr beide wieder da. Ah ja. Das ist interessant, das ist dein Mensch, mit dem es hier zu tun hat, der für die Blockaden gesorgt hat. Vielleicht ist man ein bisschen übermütig geworden ab einem gewissen Prozess, wo du dann gesagt hast, so hey, jetzt reicht's aber. Ja, ab diesem Punkt könntest du vielleicht gesprochen haben oder versucht haben, deine Beweggründe zu nennen oder irgendwas zu verändern, weil das war dir dann doch ein bisschen zu viel. Du hast diesen Menschen auch wirklich sehr wertgeschätzt oder schätzt ihn immer noch wert. Das könnte auch wirklich eine klasse Verbindung gewesen sein hier, Herrscherin und Herrscher. Aber irgendwas ist wahrscheinlich übergedroppt. Und vielleicht hast du auch irgendwie ein Vaterschaftsthema rumzuschleppen, wo dir eben dann auch der Mängel von deinem Gegenüber aufgezeigt wurde und du gesagt hast, so sag mal, was machst du? Erdrückst du mich jetzt oder willst du mich jetzt hier irgendwie kommandieren? Also ich denke ganz stark, dieses Gesetz zwischen dir und deinem Gegenüber war hier mal wieder diese Schlacht oder eine Art Machtkampf
zu diesem Blockadenpunkt, jetzt sind wir Gegner, ja? Ja, jetzt sind wir Gegner. Klingt nicht nett, aber fühlt sich gegnerhaft an, ja? Da wurde die Stärke zwischen euch, ihr habt die euch geprüft gegenseitig, ja? Wer ist hier stärker? Vielleicht auch mit ein paar Spielchen. Wir gucken mal rein bei dir, ihr Lieben. So, was ist hier los in der Energie jetzt momentan? Was haben wir hier? Ein Umbruch, ja? Also entweder ist die Energie wirklich gerade total gewechselt oder du wurdest hier in diesem Bereich zwischen dieser Verbindung deines Menschen gezwungen, was oftmals die Lösung, die Rettung sein kann für dich, auch eine Neuerkenntnis, dich zu transformieren, ja? Also du hast wirklich in diesem Prozess gemerkt, so nee, also bei aller Liebe, ja? Auch wenn du mein Seelenpartner bist, du komm, ist schön, dich kennengelernt zu haben, ja? Ist sehr intensiv gewesen, aber ich bin jetzt hier geschädigt und du warst aber mein Seelenpartner. Aber ich glaube, ich muss zur Therapie, du hast mir so wehgetan, aber das war mein Seelenpartner, was besonders geschmerzt hat. Ey, sorry, springt doch alle weg, ey, wirklich. Also, mir ist doch klar, dass Liebe wehtut, ja? Mir ist doch auch klar, dass es Seelenpartner gibt. Aber wie gesagt, für mich sind das genau die Partner, für die man ja eben fühlt, ja? Wo man sich versteht. Ich kann doch nicht jemanden, der nicht in mein Leben reinpasst, eben nicht Seelenpartner nennen, ja? Und da hat es mich eben bei dem Kommentar auch aus den Socken gehauen. Wie kann man denn jemandem sagen, dass man anders fühlt als jemand? Also, das wird ja immer schräger, wirklich. Ganz ehrlich, es wird ja immer schräger und da denkt man sich so manchmal wirklich kein Wunder. Kein Wunder, dass so eine Prozesse auseinandergehen. Das würde ich ja auch nicht aushalten. Ja? Und ich wünsche jedem, dass er sich heilt. Aber das ist hier so eine Erkenntnis, für dich selbst zu sehen, vielleicht musste dieses Stopp kommen, ja? Und bei aller Liebe, wir lernen alle was aus Veränderung. Wir lernen immer wieder stetig weiter, ja? Wir lernen immer wieder aus Launen, wir lernen immer wieder aus Prozessen, wir lernen immer wieder oder uns schmerzt ja auch nur das, was oftmals getriggert wird, weil sonst würden wir auch nicht irgendwie reagieren, ja, auch meine Ansprache. Natürlich triggert mich da in dem Moment jemand und zwar ist das, was mich triggert, wie kann jemand von außen, wenn ich sage, bitte lasst mich mit dieser Linie in Ruhe, behaupten, ich würde dann anders fühlen, ja? Das ist ja schon die Dreistigkeit hoch 10. Jemandem zu sagen, du fühlst einfach Liebe auch anders, weil nur Seelenpartner sind in Echtzeit. Ja, sag mal, wirklich, also da denke ich mir so, das ist wieder dieses Gerechtigkeitsding, ja? Da denke ich mir so, was ist denn mit manchen Menschen nicht in Ordnung? Wie können die denn behaupten? Und dann spinne ich den Faden weiter in einer Beziehung, ja, oder mit Menschen. Wenn die dann dem Partner sowas vor die Birne klatschen, so Unterstellung, ja, so, du liebst doch gar nicht so, du weißt doch gar nicht, was das ist und haben dann nur noch sich verloren in ihrem psychologischen Detektiv. Ich weiß, wo es dran liegt und ich werde es dir zeigen und ich werde dir das Licht eröffnen. Also das ist wirklich schon übergriffig, ja? Und da ist klar, dass manche Menschen einfach auch weg wollen, weil ihr triggert mit so einen Sachen auch wieder in das Innerste, ja? Man braucht auch Geheimnisse für sich, man braucht auch eine Schutzmauer. Und wenn da jemand gewalttätig probiert, weil er der Meinung ist, er kann es und will ran, na, dann ist doch klar, dass man, wenn man sich getriggert fühlt, oftmals auch verschwindet, ja? Weil man sich denkt so, was nimmst du dir für ein Recht raus? Ich möchte das nicht. Doch, komm her und, weißt du? Also, das klingt so, als würde man beim Seelenpartner sagen, du gehörst zu mir für immer, du bist meine Seele. Wage dich nicht abzuhauen, ja? Auch wieder so ein Freiheitsding. Wichtig ist, Freiheit zu lassen. Und wichtig ist auch zu erkennen, dass es nicht nur Seelenpartner in Liebesverbindungen gibt. Deswegen, also hört mir auf, da mir irgendwelche Sachen zu erzählen,
Seelenpartner kann auch Freundschaft für mich heißen, ja? Und jeder, der anderer Meinung ist, das ist es ja, ich will es ja nicht hochwürfeln. Deswegen sage ich das verallgemeinernd. Es ist mir wurscht, ob hier ein Seelenpartnerprozess vorliegt oder für mich Liebe, Verbindung, Zuneigung, eine Beziehung war oder immer noch da ist vom Gefühl, ja? Das ist mir das Wichtigste, weil das ist für alle gleich und nicht, wie man hier Leute nennt. Darum ging es mir. Für dich ist hier eine Transformation einfach. Eine Veränderung ist auch bei dir eingetreten. Irgendwas ist zusammengebrochen, irgendwas wurde beendet oder musste auch beendet werden, weil es einfach zu stark war, zu intensiv, ja? Wir haben hier gleich hinterher den Tod, also das Arkanum der Tod und das Arkanum der Turm, haben wir hier die Skorpionenergie gleichzeitig noch drin. Doppelte Angabe, das muss gehen, ja? Das geht nur noch, alles was passiert ist mit einem Neuanfang oder du hast für dich auch hier erkannt, so geht es für dich nicht weiter. Du suchst nach der Befreiung, ja? Du suchst hier nach der Befreiung. Wir haben hier drei der Kelche. Du suchst nach der Befreiung in der Leichtigkeit. Du musstest aus einer Beziehung, die mit mehreren Menschen hier stattfand, auch raus. Du musstest dich aus einem Kreis befreien. Das war die Transformation, zu erkennen, wie viele haben hier mitgemischt, ja? Wie viele waren in diesem Prozess beteiligt, dass es zu dieser Transformation kam, zu diesem Kampf. Und das sorgt für deine Leichtigkeit. Nicht wundern, dass ich hier die ganze Zeit so, ich muss meinen Stuhl irgendwie ausjustieren. Der wackelt ein bisschen, mir wird schon, hab schon das Gefühl so, im Herzen bist du mit dir in der Vollkommenheit, ja? Ich sag's dir ganz ehrlich, es hat nichts mit dem Schmerz zu tun, ihr Lieben. Ich sage nicht, dass du nicht fühlst, dass es weh tut, dass hier was nicht schmerzt, darum geht's gar nicht. Aber du bist hier in der Vollkommenheit, du erkennst, warum das so ist, ja? Du bist hier im Reinen mit dir, du fühlst auch dein Herz und das ist für mich die Vollkommenheit, dass du wirklich auch spüren und fühlen kannst. Und selbst wenn du hier zerbrochen bist, ja, du fühlst dein Herz und das bedeutet auch, du bist eins mit deinem Herz. Das ist das Ankommen, ja? Du weißt, was schiefgelaufen ist. Du weißt, dass du auch hier wieder dein Herz schützen musst. Diese Vollkommenheit, ja, dieser Schutz zu dir selbst, dieser Schutz, den du deinem Herzen trotzdem geben musst, ja, bei aller Liebe, das sagt man ja auch nicht so, bei aller Liebe, aber irgendwann, und das ist treffend, ja, bei aller Liebe, ob Seelenpartner oder nur Liebe, ja, wenn es da Unterschiede gibt, okay, musst du hier dein Herz schützen, ja? Du musst hier wieder in einem sein, ankommen. Du möchtest auch mit dem Gefühl, ganz oder gar nicht, ja? Für dich gibt es nicht die Hälfte. Deswegen, du warst sehr stark, hier einige Sachen wirklich für dich zu akzeptieren. Aber du hast gemerkt, dass trotzdem eine Schwere drin, ja? Dieses Akzeptieren oder Tolerieren hat dich nicht so rangebracht, wie du es gerne hättest. Wir haben hier 9 der Stäbe, ja, du weißt, was dich belastet hat, was auf deinem Herzen liegt, ja? Noch genug, was du hier abarbeiten musst oder was sich schwer anfühlt. Aber ich kann dir auch hier sagen, du hast gefühlt, dass das hier eine Abhängigkeit war schon. Du bist hier am Gucken, ist das von dir selbst gewesen oder warst du hier wirklich im Teufelskreis gefangen? Weil du eben so eine Stärke wieder aufgewiesen hast, genau wie dein Gegenüber. Hier waren 2 mächtige Personen am Start. Du fühlst aber, das fühlt sich oder fühlte sich wie ein Teufelskreis an, egal wie du dich gedreht hast, ja. Und deswegen ist diese Hauptkarte auch so schön, dieses Ankommen für dich selber. Zu wissen, bei aller Liebe, aber mein Herz muss oder darf nicht leiden, jedenfalls nicht lange, ja. Man kann die Prozesse nutzen, um die zu klären, aber mein Herz darf nicht kaputt brechen durch diese Verbindung, ja. Das ist auch wieder so ein bisschen toxisch. Das ist okay für mich, das Wort, weil es euch ja beiden irgendwie auf eine Art und Weise nicht gut getan hat, ja? Ihr musstet hier wahrscheinlich erkennen, das geht mit uns beiden nicht so weiter, weil da sind genug Baustellen und ich komme so einfach nicht an, ja? Obwohl das mein Wunsch wäre. Wir gehen mal hier in deine Tendenz rein. Die Tendenz wird für dich sein, dass du dich langsam damit abfindest, dich emotional zu trennen, ja? Das wird in meiner Legung hier passieren.
Du wirst dich damit abfinden, dich langsam emotional zu trennen. Das heißt nicht, dass du hier jemanden nicht für immer lieben könntest oder würdest. Aber das ist so eine Vernunftsaufarbeitung. Du trennst dich hier so leicht, ja, weil du ja auch für dich die Kraft brauchst, weiterhin zu bestehen. Wir haben hier mit einer großen, überzeugten Art, ja, dieses Arbeiten an dir selbst. Hier kommt sehr viel Arbeit zu dir selbst zurück, zu erkennen, ich muss diese Sache dem Rücken kehren, auf jeden Fall nicht in dieser Verbindung, ja, auch mit diesem wenn dann nur Neuanfang, ich muss dieser Sache den Rücken kehren, alles Alte hat uns in diesem Teufelskreis hier gelassen. Ich muss vielleicht auch gucken, welche Sachen habe ich zu doll geliebt, an welchen Sachen habe ich zu doll gehofft, welche Sachen wollte ich für mich lösen, um dich trotzdem zu heilen. Ja, das sind auch immer so Prozesse. Das ist eine schöne Aufarbeitung bei dir. Und wir haben hier den König der Stäbe. Da kommst du nochmal so richtig in Fahrt. Ja, das ist für mich immer so das Auftanken, dass du auch hier wieder die Leidenschaft zu dem Ganzen erkennst. Wo waren die Tücken? Was hat euch verbunden? Was nimmst du dir von deinem Gegenüber auch mit? Ja, wie könnte man das vielleicht auch wieder mit Leidenschaft zusammenkriegen? Wir haben hier 7 der Münzen. Du wärst bereit, noch weiterhin mitzuarbeiten, ja? Aber wie gesagt, bei der Karte gehört es immer sehr schön dazu, dass jemand noch mitmacht, ja? Damit ihr hier die Ernte zusammen, ihr wollt ja beide zusammen mit Zusammenarbeit hier was erschaffen. Und die Leidenschaft dafür wird wieder aufblühen. Das ist so wie, du erholst dich jetzt gerade von irgendeinem Prozess, aber weißt auch, durch diesen Prozess, was willst du ernten? Das ist so wie, als wenn du die ganze Zeit irgendwie eine falsche Sorte eingepflanzt hast und es ist was anderes. Ja, du hast Apfelkerne eingepflanzt und rausgekommen sind Tomaten. Und du denkst dir so, ja, warum hat mir das dann mein Gegenüber aber nicht erzählt? Oder der hätte das doch sehen müssen. So eine Prozesse gehen dann ab. Man hätte das doch an den Blüten sehen müssen. Was ernte ich denn jetzt hier? Ich wollte doch gar keine Tomaten, ich wollte Äpfel. Und das ist so, du kommst dir so rein in dieses, ja, ich habe jetzt was anderes bekommen, weil mein Gegenüber nicht, ja, auch auf mich nicht aufgepasst hat, ja, oder für diesen Prozess mit aufgepasst hat. Und du wirst dir schon fast so zur Erkenntnis kommen, ich verstehe das jetzt, ja. Ich habe sehr viel alleine gemacht, aber alleine schafft man eben nicht die Arbeit von 2, 3, 4, ihr Lieben. Stellvertretend natürlich auch müsst ihr euch das ummünzen, ja. Wir gehen mal rein in dein Gegenüber. Oh, na der ist ja... Ey, wenn das keine gefeuerte Karte ist, ihr seht das immer nicht. Absolut gefeuerte Karte, ja. Ach, der Stäbe. Lustig. Ach, schade, dass ihr die Platte nicht seht. Ey, die ist wirklich wie so ein Pfeil, so... Bup. So. Sehr viel, das steht für mich immer mit... Bums, ja. So. Entweder nichts oder Bums, da ist was. Da ist was an Nachrichten, ich handle schlagartig. Das ist jemand, den ihr hattet, der wirklich von 0 auf 100 auch wieder so Standpunkt vertreten, Sachen macht, wo ihr überfordert seid oder oftmals überrascht wart. Ja? Das ist so ein Peng, ja? Ein Mensch, der wirklich, wenn die Macht dann auf Level 100 ist, sie rauslässt und sich dann wieder auftankt. So. Man weiß oder wusste nie, was bei diesen Menschen kommt oder los ist. So. Auch an Texten oder Gesprächen oder Plänen. Eieiei. Dein Gegenüber hat hier genauso mit diesen Blockaden zu tun, die du im Herzen eben auch rübertransportiert bekommen hast, ja? Und dieser Mensch hat sich gesagt, es gibt nur noch einen Weg. Und diesen Weg kennst du, wo du jetzt hier stehst, ja? Ob dir der Weg gefällt, ist eine andere Frage. Wir haben jetzt wieder die Krebsenergie hier drin, aber es gab hier für deinen Gegenüber nur noch einen Weg, damit man sich hier befreit. Da wollte man wirklich die Fesseln sprengen, ja? Da war man auch vielleicht gerade gar nicht mehr man selbst. Es hat hier was für gesorgt, was du vielleicht ausgelöst hast, obwohl die Prozesse von deinem Gegenüber eben auch das dahin gebracht haben. Ihr wisst, es sind 2 Menschen dafür verantwortlich, dass überhaupt eine Energie hier platzen kann, ja? Wenn hier nichts dran beteiligt ist, kann ja nicht ein Mensch irgendwie für eine Energie hier sorgen, dass irgendwas platzt, ja?
Ich meine, dann würde man sich fragen, warum bist du alleine wütend? Du lebst ja alleine, von was bist du wütend? Dann ist man sehr unzufrieden, ja? Aber man musste aufgrund der Blockaden hier raus sich einen neuen Weg suchen. Und in diesem Weg hängst du jetzt wahrscheinlich wirklich drin, ja? Was mir ja leid tut. Wir haben hier, ja, man hat sich wirklich nicht ordentlich mit sich selbst befasst, aber man musste hier raus, ja? Das hat auch mit dir nichts zu tun. Man musste hier fast fliehen. Das ist hier mein sogenannter Flitzer, ja? Wupp, ich muss raus, ich muss weg. Ich brauche wieder Klarsicht, ich brauche Weitsicht, ich muss sehen können. Hier ist jemand rausgerannt aufgrund seiner Blockaden, um diese Klarheit sehen zu dürfen. Wie tickt dein Gegenüber im Herzen? Gehen wir mal rein. Also man weiß, dass man hier mit sich unehrlich ist, ja? Zu sich selbst ist man unehrlich, das fühlt man. Man lügt sich hier selbst was vor, damit man sich das ein bisschen einfacher macht, oder macht sich hier auch was vor mit der Entscheidung, ja? Das weiß man mittlerweile. Man hat sich hier mit seiner Entscheidung, die man genommen hat, etwas vorgemacht. Guckt mal, wie gleich ihr tickt. Das ist für mich ein dualer Prozess, aber nicht, weil er irgendwo erfunden wurde, sondern weil es die Tatsache ist, ja? Ihr habt ja Energien, die sich abgleichen. Und auch bei deinem Gegenüber, bei dir war es mental notwendig, dich zu transformieren, um Sachen zu sehen oder zu verstehen. Bei deinem Gegenüber, und da habt ihr schon diese Erkenntnis, Kopf gegen Herz deines Menschen, ja, und umgekehrt. Da war vielleicht schon die Kommunikation gebrochen. Dieser Mensch versteht hier oder wird auch durch diese Angabe, dass man sich belogen hat selbst, ja, sich verändern müssen. Hier wird man gelehrt, hier wird man wieder geprüft. Und diese Prüfung, die haben wir alle jeden Tag zu bewerkstelligen, ja. Bleiben wir jetzt an der Kasse stehen oder ist es uns zu lange und wir gehen woanders hin? Wir prüfen uns. Geben wir jetzt auf, haben wir so viel Zeit oder bleiben wir stehen und halten aus? Dummes Beispiel. Aber das sind jeden Tag Prüfungen, die wir machen müssen. Dein Gegenüber transformiert sich hier und merkt, der Plan ist zumindest nicht aufgegangen, geistig hier wegzurennen, ja? Jetzt geht's ins Herz über. Jetzt kommt der ganze Kummer im Herz wahrscheinlich an, dass man sich hier selbst was vorgemacht hat. Und wir haben hier auch doppelte Angabe mit 7. Wir haben 7 Schwerter und auch das, was man sich erhofft hat, ist hier nicht eingetroffen. Das heißt, dein Mensch, der hier gerade irgendwo ist, fühlt sich nicht wohl, ja? Macht hier eine Transformation durch mit Gefühlen. Kann vielleicht ein bisschen anhalten, dass das hält, dass man sich was vormacht. Mensch, ist alles schön, ist doch alles in Ordnung. Aber die Wirklichkeit sieht hier anders aus, ja? Man merkt, hier hat man falsch gehandelt. Hier hätte man geistig handeln müssen, statt gefühlsmäßig, ja? Hier ist man vor irgendwas weggerannt oder konnte auch nicht mehr damit umgehen, weil man gedacht hat, wenn mein Kopf das möchte, schafft das mein Herz auch. Ja, Pustekuchen, ja? Ente, Trente. Man wird nämlich auch verstehen, was das mit euch war. Es war eine innige Verbindung, ja? Das war die Liebe. Das war Zusammenhalt. Das wird man hier in der Tendenz verstehen, was einem hier fehlt. Wo hat man sich was vorgemacht? Das war unsere Verbindung, sagt sich dein Gegenüber. Das war das, was ich mit dir hatte. Wir haben uns eine Zeit lang mal wirklich alles teilen können. Leid, Schmerz, Kummer, Freude, Liebe, Spaß, Humor, Kräfte, ja? Wir haben uns mal alles teilen können, was ist mit uns passiert. So, wir haben hier, auch hier sehr dual tickend, nimmt man sich deiner Energie an. Deswegen sage ich auch hier ist es gar nicht so ausgeschlossen, dass man sich eines Tages wieder, klingt jetzt, aber ich muss es so sagen, eines Tages über den Weg läuft und trifft, ja? Aber ihr habt beide Transformationen hier durch, die ihr macht, ja? Auch die Energie, die du hast, König der Stäbe, auch das war wichtig für diesen Menschen zu erkennen. Wo ist meine Leidenschaft, ja? Ich muss wieder, was habe ich hier vergessen auszuleben? Dafür brenne ich doch, da ging es mir doch am besten. Da will ich wieder hin, ja? Und wir haben hier Prinzessin der Kelche. Das bist für mich stellvertretend du oder dein Gegenüber, ja? Also das kann beides jetzt, weil ihr ziemlich dual hier wart, beides stellvertretend sein. Vielleicht fängt man hier zu verstehen oder an zu verstehen,
wie wichtig das war, mit kleinen Sachen Großes zu erschaffen. Hier hat man wieder so ein Gefühl, entweder bringt man dir das auf irgendeine Art und Weise wieder bei, dass man hier die Pause brauchte. Und ich rede hier von einer Pause und nicht von Jahren. Was natürlich für andere auch in, ja, wie viel Prozent sind das denn, wo es passiert, ja? Dass man sich nach 10 Jahren wieder trifft, aber dann hat ja jeder sein Leben gelebt, ja? Da wartet ja keiner 10 Jahre, hoffe ich für euch, dass sich derjenige meldet, weil das wird ja auch nicht in der Zusammenkunft funktionieren, wenn einer nur gelitten hat 10 Jahre lang und der andere kommt wieder. Da matcht doch gar nichts mehr, ja? Es könnte sein, dass hier wirklich jemand wieder langsam ankommt und versucht wieder alles neu aufzubauen, ja? Es könnte aber auch sein, dass du das darstellst und man richtige Sehnsucht bekommt, dass man sich an die Anfänge hier erinnert. Mensch, das, was du mir immer vermittelt hast, du musst hier immer so für Impulse gesorgt haben, für Gedanken, für Gedankenanstöße, Denkanstöße. Eine Sanftheit hast du trotz deiner Herrscherin hier reingebracht, ja? Daran erinnert sich jemand wieder, wenn man hier das Herz heilen darf, wenn man merkt, oh, das ist jetzt eine Stelle, da komme ich nicht gegen an. Das kann ich nicht verarschen, ja, Gefühl. Kopf konnte ich verarschen und sehe ja, was passiert ist. Aber das Herz, Gefühle, geht nicht. Das hat dein Gegenüber hier verstanden, ja? Und sieht euch wieder hier rückwirkend, was auch für Kraft sorgt. Total schön. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man weiß, okay, dieser Mensch, vielen reicht es ja, dieser Mensch hat verstanden, was ich wollte, ja. Wir gehen jetzt mal rein in deine Energie, auch wieder sehr feurig unterwegs, ja, Ritter der Stäbe. Gegenüberstellend, jetzt kann es natürlich nicht dual werden, weil die Karte ist jetzt draußen. Ja, guckt mal. Ihr merkt immer mehr Kraft, immer mehr Positivität, immer mehr Leidenschaft zurück ins alte Leben oder ins neue Leben, sagen wir es mal so. Ja, ihr transformiert euch ja auch gerade. Ihr habt hier wieder Lust auf, ja, ihr baut euch gerade wieder auf. Ihr habt das Verlangen, wieder Passion und das Leben zu fühlen, zu leben, ja. Nicht in der Ecke oder auch nicht verkrauchen. Ihr zeigt euch, hier bin ich, da geht's wieder los. Dein Gegenüber hat hier Zweifel, ja? Da fängt es an, der ganze Prozess. Dein Gegenüber hat hier Zweifel und das könnte sich wirklich bemerkbar machen jetzt auf diese Herzlinie. Was habe ich denn hier gemacht oder was passiert denn jetzt? Warum drückt es alles so, ja? Euch wird die Energie zusammenbringen. Also diese Prozesse passieren, diese erste und zweite Legung, wenn euch beide der Merkur verbindet. Ist da nicht gerade unterwegs rückläufig? Verstand und Sprache. Was hat der Verstand gemacht mit deinem Gegenüber? Was hast du gemacht mit deiner Sprache, dem Vermitteln deines Gegenübers, ja? Was war hier gegensätzlich? Was sorgt gerade rückläufig dann für diese Verbindung, dass dein Gegenüber merkt, so, oh, Gefühle kann ich nicht abstellen, ja? Und du kannst dich schon fast positiv zufrieden vorwärts blicken, weil du das insgeheim weißt, ja? Weil du könntest es ja auch nicht. Von daher gehst du ganz stark davon aus, welcher Mensch kann das schon, Gefühle einfach abstellen. Deswegen lebst du hier auch sehr. Du hast dir deine Lebensfreude vielleicht für eine gewisse Zeit nehmen lassen, aber das kommt wieder oder du bist hier sogar schon drin, ja? Wieder zurück, um zu sagen, hey, ich weiß, dass man das Herz nicht einfach verarschen kann und übergehen kann. Den Kopf für eine gewisse Zeit schon, für den kann ja niemand was, ja? Aber Gefühl, das, was man fühlt, kann derjenige selbst nicht unbedingt lenken, ja? Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet mit der Legung was anfangen. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich am Sonntag wieder. Ein super schönes weiteres Wochenende. Macht's gut. Bis bald. Und tschüssi.